Hallo alle zusammen, willkommen bei einer neuen Episode von Sanne Vivid Geo, einem Kanal, wo ich meine persönlichen Geschichten und Erfahrungen als Deutsch-Vietnamese mit dir teilen möchte. Und heute habe ich das Thema, eher die Frage von euch, warum hast du dich entschieden, nach Vietnam zu kommen? Alles klar, los geht's! Um ehrlich zu sein, war das gar nicht meine Idee. Aber um das zu verstehen, gehen wir mal zurück in der Zeit. Ich habe mein Abitur absolviert und wusste nicht wirklich, was ich machen sollte. Deshalb bin ich mit einem Freund nach Neuseeland gegangen für ein Work-and-Travel-Jahr. Das bedeutet, ich habe ein Jahr in Neuseeland gelebt, ich habe gearbeitet, Geld verdient und war dann oder bin dann reisen gegangen. Und in dieser Zeit habe ich sehr viel über mich selbst gelernt. Ich habe meine Stärken, meine Schwächen, meine Limits gelernt, aber auch mehr über meine Interessen und was ich gerne später machen möchte. Genau. Und während dieser Zeit habe ich gemerkt, dass Freiheit für mich etwas sehr, sehr Wichtiges ist. Und als ich zurück nach Deutschland gekommen bin, war ich natürlich ein bisschen unglücklich, weil ich wieder an einem Ort war und ich wollte wieder rausgehen, ich wollte die Welt entdecken, richtig? Und ich habe dann mit meiner Cousine aus Singapur gesprochen und ich wollte ihr sagen, hey, was hältst du davon, dass ich im Ausland studiere und so wieder meine Freiheit genießen kann? Und ich habe öfters mit ihr geredet, ich habe ihr auch davon erzählt, dass ich ein Fernstudium machen möchte. Ein Fernstudium bedeutet, meine Universität ist in Deutschland, aber ich studiere online und kann in dem anderen Land aber die Prüfung machen, zum Beispiel im Goethe-Institut oder im Generalkonsulat oder bei der Botschaft. Das war natürlich ein Konzept, wo ich online studieren konnte, aber trotzdem frei war und entscheiden konnte, wo ich leben wollte. Und dann habe ich meine Cousine gefragt, ist es okay, wenn ich in Singapur bei dir lebe, online studiere und nebenbei Chinesisch lerne? Das war nämlich meine Idee. Ich wollte nämlich Chinesisch lernen. Aber nach 30 Minuten hat sie dann gesagt, hey Thomas, warum gehst du nicht nach Vietnam? Du kannst schon ein bisschen Vietnamesisch und du könntest mehr über die vietnamesische Kultur lernen. Und mein erster Gedanke war, nein, das ist dumm. Warum sollte ich nach Vietnam gehen? Ich bin sonst immer nur nach Vietnam gegangen, um meine Familie zu besuchen. Aber in Vietnam leben? Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Besonders weil meine Familie, sie kommen aus einem Dorf. Und da rennen auch die Wasserbüffel draußen und die Hühner sind dann auch überall da. Ich konnte es mir einfach nicht vorstellen, wie das Leben in Vietnam war. Doch die nächsten Tage habe ich mich mehr und mehr mit dem Thema beschäftigt. Wie ist das Leben eigentlich in Ho Chi Minh Stadt, in der größten Stadt von Vietnam. Ich habe gehört, dass es ein guter Mix zwischen der vietnamesischen Kultur und der deutschen oder der westlichen Kultur ist. Und deshalb dachte ich mir, warum probiere ich nicht einfach Ho Chi Minh Stadt aus? Weil dann ist wahrscheinlich der Kulturschock nicht so groß. Und dann nach einer Woche habe ich dann meiner Cousine gesagt, okay, ich gehe nach Ho Chi Minh Stadt. Ich habe noch ein Teaching Certificate gemacht. Das bedeutet, das ist ein Zertifikat, was nachweist, dass ich unterrichten darf. Und dann ging es schon nach Vietnam. Ich bin dann August, glaube ich, 2017 nach Ho Chi Minh Stadt geflogen und oh mein Gott, es war komplett anders, als ich es mir gedacht hatte. Ich habe nämlich angefangen, in einem Waisenhaus mit den Kindern zu spielen. Das ein Waisenhaus bedeutet, dort werden die Kinder aufgenommen, die keine Eltern haben. Das war auch gleichzeitig in einem Tempel, Chùa Kỳ Quang, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Genau, eine sehr, sehr interessante Erfahrung, einfach mit anderen Kindern zu spielen und die Leute kennenzulernen, auf einer anderen Art und Weise. Ich habe Englisch kostenlos unterrichtet, für Kinder in einem Park, mit einer Gruppe, es waren glaube ich immer 20 oder 30 Leute, super
Super schön, einfach motivierte Leute zu sehen oder Schüler zu sehen, die ihr Englisch verbessern wollten. Dann habe ich auch noch Erwachsenen Englisch beigebracht und es ging immer so weiter. Ich habe Toastmasters teilgenommen. Das ist ein Club, ein Verein, wo man Sprechen üben kann. Also wie man vor anderen spricht. Das ist zwar auf Englisch gewesen, aber auch super nette Leute kennengelernt, die auch sehr offen waren. Ich habe auch am Ende dann, also nach einem Monat oder so, glaube ich, bin ich dann in eine Sprachschule gekommen und habe dann auch angefangen, Deutsch zu unterrichten. War für mich einfacher als Englisch zu unterrichten, weil ich natürlich Muttersprachler war. Doch trotzdem musste ich sagen, ich kannte nicht so viele Leute in Ho Chi Minh Stadt, weil das erste Mal war, dass ich in Ho Chi Minh Stadt war. Also habe ich überlegt, wie kann ich hier denn Freunde kennenlernen? Und was ich gemerkt habe, ist, in Ho Chi Minh Stadt sind die Menschen so unglaublich fleißig. Alles ist so schnell und dynamisch. Und ich mochte es, dass die Leute auch sehr offen waren. Doch ich habe halt überlegt, wo kann man denn solche Leute treffen oder kennenlernen? Im Endeffekt habe ich mich dann entschieden, einfach einen eigenen Club zu machen. Ein wöchentliches Treffen in einem Café, Vietnam Social hieß das damals, und dann haben Leute einfach daran teilgenommen, die sind gekommen und wir haben über alle Themen geredet. Und so habe ich verschiedene Leute kennengelernt. Während dieser Meetups konnte ich unglaublich viel über verschiedenste Kulturen lernen. Ich konnte mehr über die vietnamesischen Traditionen, die Denkweisen lernen. Ich habe auch verstanden, was die größten Probleme oder Herausforderungen von vietnamesischen Studenten sind. Es war auf jeden Fall sehr interessant für mich zu hören. Doch ich muss auch sagen, das Leben hier in Ho Chi Minh Stadt ist komplett anders als dem Leben in dem Dorf von meinen Großeltern. Und ich habe mir halt trotzdem gedacht, es gibt so viele motivierte und fleißige Leute in Ho Chi Minh Stadt, aber trotzdem erzählen sie mir immer wieder von dem Szenario, dass sie nicht genau wissen, was sie machen wollen. Und das hat mich natürlich daran erinnert, also an meine Schulzeit erinnert in Deutschland, weil ich auch nicht wusste, was ich machen wollte. Deshalb wollte ich mich mehr mit dem Thema beschäftigen, Leidenschaft, Interessen. Und dann habe ich auch natürlich überlegt, wie kann ich den Vietnamesen besser helfen, vielleicht sich selbst kennenzulernen? Und dann habe ich realisiert, dass Sprachen die Lösung für das Problem ist. Warum? Sprachen oder Fremdsprachen lernen hilft dir natürlich beim Kommunizieren mit anderen Leuten. Doch was ich auch mitbekommen habe oder realisiert habe durch Neuseeland ist, durch Englisch oder andere Fremdsprachen habe ich auch gelernt, wie ich mit mir selbst kommuniziere. Wie kann ich meine Gedanken ausdrücken? Wie kann ich meine Werte ausdrücken? Meine Interessen, meine Stärken und Schwächen? Und deshalb habe ich mich immer mehr mit dem Thema Fremdsprachenlernen beschäftigt. Und dann kam der Zeitpunkt, dass zwei meiner Freunde, die ich in Ho Chi Minh Stadt kennengelernt habe, mich gefragt haben, hey Thomas, hast du Lust, einen Deutschsprachclub zu gründen bzw. mitzumachen? Und natürlich habe ich nicht lange darüber nachgedacht und war sofort dabei. Nun hatten wir wöchentliche Deutschsprachtreffs, wo Vietnamesen, die Deutsch lernten, daran teilnehmen konnten, kostenlos. Und dann haben wir natürlich mit ihnen Sprechen geübt. Wir haben versucht, ein Umfeld zu erschaffen, wo die Schüler keine Angst haben zu sprechen, wie im Klassenraum. Viele Schüler haben immer Angst vor dem Lehrer, habe ich das Gefühl hier. Genau, wir wollten, dass die Leute frei sind, dass sie Spaß hatten beim Deutschlernen, dass sie Dinge anwenden konnten, vor allen Dingen mit Muttersprachlern, die Aussprache üben konnten. Für mich persönlich war es wichtig, dass sie einfach mal etwas anderes sehen, dass sie Lernen auf einer anderen Art und Weise sehen, dass es Spaß machen kann, richtig? Genau, und irgendwie ist es dann von einem Deutschsprachtreff zu Kursen gekommen und von den Kursen dann zu dieser Sprachschule hier. Jetzt sind wir hier bei Deutsch Campus und unterrichten hier Deutsch und helfen halt den Vietnamesen dabei, die Sprache zu lernen, aber auch die deutschen Denkweise und Mentalität, dass sie auch darauf vorbereitet sind, wie das Leben in Deutschland ist. Die Geschichten von den Deutsch-Vietnamesen hier hören oder von den Deutschlehrern. Genau, damit sie nicht so einen großen Kulturschock erfahren, wenn sie dann später in Deutschland leben. Ja, das war meine kurze Geschichte zu, warum ich in Vietnam bin. Mein Ziel hat sich natürlich nicht über diese Jahre verändert. Ich möchte immer noch, oder mein Lebensziel ist es immer noch,
den Menschen dabei zu helfen, ihren Wert zu sehen, ihren Mehrwert zu sehen und ihnen dabei zu helfen, mehr zu erreichen, als sie denken, dass sie könnten. Und das mache ich natürlich sehr gerne mit Sprachen, ne, ihnen zu motivieren, zu inspirieren, geduldig zu sein und ihnen einfach dabei zu helfen und ihnen auch zuzuhören bei all diesen Problemen, die sie haben im Alltag. Der Stress, die ganzen Erwartungen von den Eltern und Familien. Ich verstehe das natürlich auch. Ich hatte auch vietnamesische Eltern. Aber ich denke, es ist schon wichtig, einfach sich die Zeit dafür zu nehmen und zu kommunizieren, ne? Ich hoffe, euch hat diese kleine Geschichte gefallen. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann schreibt es in die Kommentare. Ich freue mich immer, eure Fragen und Kommentare zu lesen, denn sie helfen mir, die nächsten Videos vorzubereiten. Wenn euch das Video gefallen hat, dann vergesst nicht, bitte teilt dieses Video mit all euren Freunden, liked dieses Video und folgt diesem Channel, sodass ihr keine Episode verpasst. Alles klar, bis später.